Sagt, über ein heruntergekommenes Kinderheim im bulgarischen Plovdiv zu schreiben. Was als Startschuss für eine Spendenaktion gedacht war, wurde von der Redaktion später zurückgezogen. Nur der Kollege stand da und hatte Erwartungen geweckt. Also gründete er eine Hilfsorganisation. Mittlerweile hat er einiges erreicht. Emil ist eines von rund 90 Kindern des Plovdiver Waisenhauses. Anfang des Monats kamen seine Paten Anna, Paul und Simone Junghans aus Erkner zu Besuch. Sie haben Emil einen Fußball und ihre Freundschaft geschenkt. Es sind fröhliche Kinder, die da auf dem Hof herumtoben. Und das ist die wichtigste Veränderung der letzten Jahre. Damals lebten sie in einem einsturzgefährdeten Haus mit Gittern vor den Fenstern. Öde Zimmer mit verschimmelten Wänden, eine Toilette und eine Dusche für jeweils 50 Kinder. Ein erstes, neues Haus ist im Wesentlichen aus deutschen Spendengeldern gebaut worden. Noch ist es hier sehr eng, 8 Betten in einem Zimmer. Ein zweiter Neubau wird dringend gebraucht. Mirko Schwanitz aus Fürstenwalde kümmert sich als Vereinschef darum, doch die Spenden werden immer knapper. Wieso Bulgarien, fragen sich viele, das ist doch nicht die dritte Welt, oder? Mirko Schwanitz, der Organisator dieser Bulgarienhilfe, ist nun bei uns im Studio. Herr Schwanitz, wieso Bulgarien? Bulgarien ist einfach ein armes Land. 80% der Bevölkerung leben unter dem Existenzminimum. Das wird sogar von der Regierung eingeräumt. 150 Euro Durchschnittsverdienst, 80 Euro im Monat Energiekosten im Winter, können Sie sich ausrechnen, wie es der Bevölkerung dort geht. Was bedeutet das für die Kinder in Bulgarien? Für die Kinder bedeutet das vor allem Auseinanderbrechen der sozialen Strukturen in den Familien. Das hat zur Folge, dass Bulgarien heute das Land mit den meisten Heimkindern in Europa ist. Zum Vergleich, Deutschland 81 Millionen Einwohner, 65.000 Kinder in Heim, Bulgarien 7,8 Millionen Einwohner, 35.000 Kinder. Sagt alles, diese Zahl, glaube ich. Was kann dann eine so kleine Hilfsorganisation wie die Ihre überhaupt tun für die Kinder? Sehr viel. Wir bauen dort das modernste Waisenhaus des Landes auf, ausschließlich mit deutschen Privatspenden bisher, mit einem angeschlossenen Ausbildungs- und Therapiezentrum, um den Kindern eine Chance zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und zwar nicht, indem sie das Land verlassen, muss man auch sagen, 10% der Bevölkerung haben das Land in den letzten 10 Jahren verlassen. Vorwiegend Jugendliche und gut ausgebildete junge Leute. Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg, dass dieses Kinder- und Jugendzentrum tatsächlich funktioniert? Auf jeden Fall muss das zweite Wohngebäude fertiggestellt werden, damit die räumliche Enge im ersten Gebäude aufgehoben wird. Und wenn das geschafft ist, dann wollen wir ein Ausbildungs- und Therapiezentrum errichten. Und brauchen tun wir noch 130.000 Euro allein für das zweite Gebäude, um das fertigzustellen. Was tun Sie als Organisation, um Ihre Hilfe transparent zu machen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben im Internet, sagen wir mal, kann jeder den Spendeneingang verfolgen. Er sieht, dass seine Spende eingeht und er wird auch genau sehen, für was sie ausgegeben ist. Und soweit mir bekannt ist, sind wir die einzige Organisation in Deutschland, die diese Transparenz überhaupt haben. Herr Schwanitz, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Nicht nur für Bulgarien, auch vor der eigenen Haustür wird geholfen. In Friedersdorf bei Selo ist vor kurzem